Hallo und willkommen zurück zu Blood Omen Legacy of Kain. Ja, im letzten Part muss ich mich gleich nochmal entschuldigen für den gottverdammten Mauszeiger, der wieder mal im Bild war. Ich wollte eigentlich vermeiden, dass es mir in diesem Let's Play passiert, aber es ist mir doch passiert. Und ja, eigentlich könnte ich mich dafür hassen. So, aber zurück zum Spiel. Als nächstes wird uns Malek begegnen und ich habe mir sagen lassen, ne, dass dieser Schildzauber auch sehr gut funktionieren soll, nicht nur bei Geschossen, sondern auch bei normalen Waffen. Das hätte mir mal eher sagen können, da hätte ich nicht so viele Herzen verschwendet. So, da ist er. Aktivieren wir das Schild doch gleich mal. Ich hoffe nur, das bringt auch wirklich was. Man kann ihn nicht irgendwie härter zuschlagen. Mein Schild, das ist gleich wieder aus mit dem Schild. Bringt das wirklich was? Vielleicht sollte man eine andere Waffe nehmen. Ich werde es mal spaßeshalber mit der Keule probieren. Keule. Ganz genau. Die will ich haben. So, zack. Aktivieren. Ich wuchte dir eine, ich mach dich zur Minna. Aber echt jetzt? Muss doch eine Möglichkeit geben, den hier mal ordentlich eine reinzuhauen. Aber irgendwie scheint hier nicht viel zu passieren. Der scheint eher mich kaputt machen zu wollen. Als ich ihn. Ich kann meinen Chip gleich nur noch ein einziges Mal aktivieren. Ist doch schlimm. Was also machen? Am besten. Ich brauche etwas Zeit, um nachzudenken. Kann ich vielleicht was kaputt machen? Nö. Ja, sein können. Nein. Auch nicht so. Ist doch alles Mist, was ich hier mache. Ich brauche sogar so die Zeit, dass ich ja meine Magie wieder regeneriert, denn den Schild immer und immer wieder zu aktivieren, das, ja, dann ist mein Magie jetzt mal fast aufgebraucht. Okay, wir probieren es noch einmal mit dem Schwert. Irgendwie habe ich nicht gerade das Gefühl, dass wir mal gerade wirklich was anhaben können. Und das ärgert mich etwas. Oh Mann, ob das was wird? Sieht echt nicht aus, als würde das dem was anhaben. Sieht irgendwie so schrecklich verpixelt aus. Also, ups, jetzt habe ich geschlafen. The Heart of Darkness. Leute, ich habe noch eine Idee, und zwar, ich werde das Spiel jetzt mal kurz resetten, ne? Wir sehen uns also gleich wieder. So, und da bin ich wieder. Ich habe das Spiel mal kurz resettet, und zwar habe ich Folgendes vor. Ich bilde mir ein, da ich so wenig Blut habe, dass ich vielleicht nicht so viel Kraft habe. Es kann auch sein, dass es im Spiel mal schon mal erwähnt wurde, aber das ist jetzt nur so eine vage Vermutung von mir. Darum werde ich mich jetzt erstmal mit diesem Herz der Dunkelheit heilen. Etwas in der Hoffnung, dass wir mehr Kraft haben in unseren Schlägen. So, und dann werde ich auch gleich mal den Schildzauber auswählen. Also, ich weiß nicht, guck mal, kann das sein, dass Ken jetzt auch schneller zuschlägt? Oder ist das alles nur Einbildung? Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht hat es ja was gebracht. Also dann, Malek. Scheint irgendwie nicht so viel gebracht zu haben, wie ich gehofft habe. Oh, guck mal, aber so erwischt du uns nicht mehr. Ich würde sagen, da bleibt man doch glattwegs so. Und den so lange. Irgendwann muss ja mal was kommen. Gut, okay, ich werde jetzt eine Schweigeminute einlegen und den eine Minute lang einfach nur mit dem Schwert, so wie wir jetzt hier zu sehen sind, hauen.
hey, habt ihr das gesehen? Aha. Hey, Victor! Schick, hey, davon hätte ich mir aber auch eher erzählen können. So, was habe ich anders gemacht als vorher? Ich schlag wie ein Berserker auf den Angriffsbug, ne? Und siehe da, er macht wahrhaftig andere Schwertschläge. Wenn ich ihn gedrückt halte, macht er immer denselben Schwertschlag. So, na dann, draufhalten! Aha! Ich glaube, ich habe das Rätsel als Lösung gefunden. Oh oh, aber erstmal wieder Schild erneuern. So, und den nochmal einer voll aufs Maul holen. Das hätte er mir aber auch wirklich eher sagen können. Da hätten wir echt eine Menge Zeit sparen können. Ah, da fängt auch Kane immer an zu rufen. Ich hatte schon gewundert, dass er jetzt nichts gesagt hatte. So, ist mir endlich mal Schluss? Aus der Spuk? Hey, wo willst denn du hin? Hey, Victor! Nochmal kaputt. Ey, willst du nicht bald mal aufgeben? Hab ich nicht schon oft genug zerlegt? Was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ha! Oh, Teleporter! Jetzt bin ich aber erschrocken. Da kommt auch jemand, weiß wann. Oh! Cool, ist das eine neue Waffe? Bosheit und Chaos in meiner Hand. Mit diesen Waffen in der Hand kann ich keine Magie anwenden. Allerdings stillen sie nicht meine Blutgier. Was? Sie stillen nicht deine Blutgier? Kannst du das nochmal wiederholen? Neue Waffe. Die Äxte. Die Äxte. Bosheit und Chaos in meiner Hand. Mit diesen Waffen in der Hand kann ich keine Magie anwenden. Allerdings stillen sie nicht meine Blutgier. Haha, gut, okay, alles klar. Also Blut müssen wir immer noch trinken, alles klar. Hab mich jetzt schon gewundert, ist er wie jetzt? Schlag mal zu. So, jetzt fix angreifen. Wow, cool, Mann. Ey, wird er nicht schlecht? Ey, das fetzt ja. Das hätte ich viel öfter mal ausprobieren sollen, auch mit der Keule. Okay, also demnächst nicht mehr faul einfach nur den Knopf gedrückt halten, sondern wirklich hier Push the Button machen. Sind wir jetzt? Oh, was zum Speichern. Das ist aber nett. Sehen wir was. Es scheint, als ob Malek meiner Klinge entronnen wäre. Vielleicht kann Ariel mir weiterhelfen. Da fragen wir doch die gute Arielle mal. Dafür ist also der Obelisk wahrscheinlich jetzt hier, dass wir hier hin und her reisen können. Na gut, immer der Reihe nach. Zaubern können wir nicht. Brauchen und wollen wir jetzt auch nicht. Oh ja, kann ich Bäume zersensen? Boah, cool. Das gefällt mir. Also, so muss es sein. Wuhuhu. Ey, voll cool, Mann. Mir gefällt die Waffe jetzt schon. Halt, stopp. Erstmal hier 1, 2, 3. Komm schon. Ah, Mensch, ich wollte nicht zu oft zuschlagen. Ja, Berserker! Ach, Mensch. Oh, herrlich. Finde ich klasse. Die Waffe gefällt mir. Shake, shake, shake. Was sind wir denn hier? Termugant Forest. Wirkt immer noch recht schneebedeckt. Viele, viele Höhlen? Und Eis. Kann ich ins Eis einbrechen? Ich hoffe ja mal nicht. Ich hoffe, Kane hat nicht zugelegt, wenn er Blut trinkt. Nee, ist nur rutschig. Erzähl mal was.
Hoch oben auf den Klippen, versteckt in einem Höhlenlabyrinth, schlief das weise Orakel von Nosgoth. Vielleicht war die Zeit gekommen, sich den Winden zu stellen und das Orakel vom Himmel aus hervorzulocken. Ein Orakel. Könnte man sich merken. Oh, kleiner Vampir, das Spiel wird langsam interessant. Aber wie kann man bei so vielen Bauern den wahren Spieler finden? Ey, du bist der, der mich auf die Mission geschickt hat. Du solltest das mir doch eigentlich mal ein bisschen erklären können. Na gut, okay. Damals war das alles nicht so. Da musste auch der kleine Mann noch ein bisschen denken. Nicht so wie heute. Bist nicht da zum Denken, du bist nur da zum Lenken. So, okay. Erstmal schauen, was Ariel zu sagen hat. Oder Ariel, ja, nennen sie die ja nur normal Ariel. Im späteren Spiel nennen sie die nur noch Ariel. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Weg zu den Säulen immer dasselbe ist. Könnt mich auch irren. Also immer dieselben Berge und so. Als ich zu Malik aufgebrochen bin, das war ja ein bisschen anders. War ja schneebedeckt und hast nicht gesehen. Aber hier der Weg, da war wieder dasselbe gewesen. Naja, macht ja nichts. So, da wären wir wieder. Aha, der Herr kehrt mit leeren Händen zurück. Ist Sarafan dir entwischt? Nun gut, begib dich nach Osten, in Richtung von Maleks Festung. Das Orakel wird dich leiten. Aber wenn ich das eher gewusst hätte. Jetzt doch mal, kann ich jetzt hier einen auf Holzfäller machen? So ganz rein zufällig. Jo, kaputt fallen. Das macht wohl Spaß. Kann man sich ihn auf Kreisel machen. Hier vielleicht noch irgendwo. Ich habe jetzt irgendwie Bock, nach was zu suchen, was ich kaputt machen kann mit den Äxten. Ne? Ah, ich bin hier der Berserker. Ich mach's alle kaputt. Abgesehen davon müsste ich sowieso mal schauen, wo ich am besten, ne, ein bisschen Blut herbekomme. Das war zwar jetzt nicht so geplant, aber na gut, was soll's. Es wird auf dem Weg noch genug Blut geben. Auch wenn wir jetzt ziemlich ausgebremst sind, weil ich will die Äxte behalten. Ich will die Äxte ausprobieren. Komm schon, schlag ihn nochmal. Jetzt geht's los. Hey, Victor! Zack, bald. War zwar auch nicht ganz so gedacht, aber der tut immer zu schnell anfangen mit Wirbeln. Jo, Muffi. Hey, Victor! Boah, das hat er da wohl übersteuert. Achso, hier muss ich mich verwandeln. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Okay. Den hier wollten wir. So, wo sind wir jetzt? Stimmt, hier hinten waren ja auch noch die Geisterschmieden. Wisst ihr was? Werde ich jetzt nochmal in die Geisterschmieden sausen, ne? Aber erst noch einen Schluck Blut trinken, ganz normal. Ja, böser Hund. Und dann werde ich nochmal in die Geisterschmiede gehen und eine kleine Blutspende abgeben. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. So, erstmal hier. Ups. Ups, und nochmal zu häufig zugeschlagen. Ich bin heute richtig der Berserker. Bin nur an Zuhauen. Und noch einmal. Oh, ich sehe gerade, der Part ist zu Ende, Leute. Ich würde sagen, ich saus jetzt nochmal in Windeseile zur Geisterschmiede. Ich werde das vermutlich off-topic machen, weil das werde ich nicht mal in den Part reinbekommen. Und ja, da verabschiede ich mich schon mal von euch. Ich danke euch wieder vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Wo? Weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Tschüss.